at my hard rock. Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu. Heute sind wir in der Nähe von Grübingen an der Schwäbischen Albkante. Die seht ihr genau hinter uns. Wir sind auf dem Nortel und der liebe Jörg Etzler, der hat zwei Hobbys. Ja. Erzähl mal. Ja, klar. Ich fliege zum einen die großen, die manntragenden Flugzeuge da, Motorflug und Segelflug. Und natürlich mache ich schon seit Kindheit auch Modellflug. Und das ist jetzt so, was dabei rausgekommen ist. Auf einmal sind wir hier auf dem Nortel, auf unserem Heimatflugplatz für uns manntragende. Und die Weltmeisterschaft ist hier zu Gast. Das ist die GPS Triangle. Genau, die GPS Triangle Weltmeisterschaft in den beiden Klassen Scale 1:3 und in der SLS-Klasse der eigenstartfähigen Segelflugzeuge. Warte mal, wie viele Leute sind hier? Also angemeldet haben sich über 50 Teilnehmer. Wir haben Teilnehmerfelder maximal ausgeschöpft. 45 Teilnehmer je Klasse. Liegen natürlich einige die doppelt, deswegen diese Zahl mit 55 Teilnehmern. Aha, okay. Das Gebiet hier, das ist ja fantastisch. Wir haben die Schwäbische Albkante direkt vor uns. Das ist quasi auf einem Lap, sozusagen ja. Auf dem zweiten Schenkel ist es drauf. Und das ist hier eine ganz besondere Art und Weise dann des thermischen Fliegens hier an der Alpen. Ja, wir haben hier eigentlich, können wir alles auf einmal bieten. Wir können Hangflug an der Hangkante fliegen, wir können dann Thermik fliegen, hier ausgelöst aus den Feldern. Wir haben ja hier noch ein schön kopiertes Gelände mit Waldstöcken dazwischen, Wiesen wieder dazwischen, Felder. Also das einmal kompakt auf diesem 2,4 Kilometer Kurs erlebt man eigentlich die gesamte Thermikvielfalt. Und wenn man Pech hat und wir haben hier noch Südwind, dann hat man auch mal ein schönes Lee im Hintergrund, was es dann richtig spannend macht. Man sieht die Leute richtig schwitzen und absaufen. Ja, also man merkt, die Felder fliegen auch ganz kompakt beieinander und es sind ja sehr viele, die dort sehr eng und toll miteinander bilden. Das sieht ja so aus, als wären wir unten hier auf der Hahnweide und sehen uns den Hahnweide-Wettbewerb an. Worauf ich hinaus will, ist dieser Streckenfluggedanke, der dahinter steckt bei diesem GPS-Triangel, hier oben auf diesem, wo die Segelflugwiege ist, auszuführen. Hat das noch einen besonderen Grund gehabt, dass ihr ausgerechnet dieses Gebiet ausgesucht habt? Nein, das ist eigentlich ein Zufallsprodukt aus den letzten 2 Jahren. Ich habe mal aus Versehen gesagt, dass man bei uns eigentlich auf unserem Gelände bestimmt toll einen GPS-Wettbewerb machen kann. Und das ist wie so oft, man reicht den kleinen Finger, was wir gerne gemacht haben. Und dann auf einmal hieß die Frage, Mensch, das war so toll nach dem ersten Event. Habt ihr nicht Lust, die Weltmeisterschaft hier auszurichten? Denn wir haben noch zusätzlich zu dem tollen großen Fluggelände auch eine sehr gute Infrastruktur mit dem großen Clubhaus. Und das ist natürlich mehr, als auf vielen Modellflugplätzen geboten wird. Und es zeigt sich jetzt nach 10 Tagen fast Flugbetrieb, dass die Bedingungen wirklich perfekt sind, auch von der Infrastruktur für die Teilnehmer. Ja, man merkt auch, alle sind glücklich. Die kommen aus Australien getroffen, Neuseeländer, Südafrikaner, sind die alle sehr, sehr glücklich hier. Ja, wir haben ja 12 Nationen dabei. Also das ist wirklich nicht nur eine deutsche Meisterschaft mit ein paar Ausländern dabei, sondern wirklich eine Weltmeisterschaft, würdig auch von dem Rahmen mit unseren Übersee. Kollegen, die dabei sind. Also das freut uns ganz besonders, dass die mit Fangruppe auch aus dem Ausland über sie angereist sind. Lieber Jörg, danke dir. Danke. Dass wir hier zu Gast sein dürfen, ne? Und zum Schluss Modellfliegen ist. Bitte. Hast du vollkommen recht. Tschüss.